Die nächste Studie, die ich euch vorstellen möchte, stammt aus Deutschland. Und zwar wurde sie in Erlangen durchgeführt von den Forscherinnen Romy Blüher und Sabine Pahl. Publiziert wurde die Studie im Jahr 2007 in der Zeitschrift für Sozialpsychologie. Titel der Studie ist Der Mere-Exposure-Effekt und die Wahl von Produkten. Ein Experiment im Feld. Als ich den Titel der Studie gelesen habe, habe ich gedacht, endlich mal ein Feldexperiment. Weil bei den Studien, die wir zuvor kennengelernt haben und auch bei der Studie, die wir gleich noch kennenlernen werden, ist es ja so, dass die Versuchspersonen an die Universität kommen und sie setzen sich dann vor einen Computer und bearbeiten dann die jeweiligen Aufgaben. Interessant wäre meines Erachtens wirklich ein richtiges Feldexperiment, bei dem man zum Beispiel eine Straße plakatiert mit einer bestimmten Werbung und man lässt die Passanten diese Straße entlang laufen und am Ende befragt man sie, ja, würdest du dieses oder jenes Produkt einem anderen Produkt vorziehen? Und natürlich wird man sie dann auch noch fragen, hast du denn die Werbung gesehen? Und interessant wäre natürlich dann zu schauen, ob die Probanden sich wirklich für das Produkt entscheiden, wenn sie sich nicht daran erinnern können, was auf den Plakaten drauf stand. Solche Experimente sind natürlich aufwendig und birgen natürlich viele, viele Gefahren für die interne Validität. Aber das ist eigentlich die Sorte von Experiment, die mir in diesem Forschungsgebiet noch fehlt. Deswegen habe ich, als ich den Titel dieser Studie gelesen habe, gedacht, naja, das ist jetzt wahrscheinlich genau das, wonach ich suche. Leider ist es nicht ganz so. Denn die Studie fand zwar im Feld statt, das heißt, man ist rausgegangen und hatte als Versuchsperson keine Studenten. Das ist schon mal im Grunde ein Pluspunkt, wenn es um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse geht. Sondern als Versuchsperson hatte man diesmal Passanten, die im Schlossgarten von Erlangen unterwegs waren. Diese Passanten, insgesamt waren es 75, hat man angesprochen und hat ihnen gesagt, hey, wir machen hier eine kurze Umfrage zu Sehenswürdigkeiten in Erlangen. Dazu wurde den Probanden dann eine Fotomappe gezeigt mit Fotos von Plätzen, Sehenswürdigkeiten und Gebäuden von Erlangen. Die Aufgabe der Probanden war lediglich zu sagen, ob sie diese Sehenswürdigkeiten kannten oder ob sie ihnen völlig unbekannt waren. Aber natürlich haben nicht alle Versuchspersonen die gleichen Mappen erhalten, sondern es gab drei Gruppen. In der ersten Gruppe war auf den 11 Bildern, die man ihnen gezeigt hat, fünfmal, zum Beispiel so am Bildrand, also wirklich nicht zentral, sondern wirklich nur so beiläufig präsentiert, fünfmal ein Werbeplakat für Pfeffi, also ein Pfefferminzbonbon, zu sehen. Bei der zweiten Gruppe war auf dem Plakat nichts von Pfeffi zu sehen, sondern auf diesen Plakaten war jeweils ein Werbeplakat für Citro zu sehen. Also ein Bonbon mit Zitronengeschmack. Und in der dritten Gruppe gab es überhaupt keine Plakate. Also das war die Kontrollgruppe. Als nächstes hat man allen Teilnehmern gesagt, ja, vielen Dank für deine Teilnahme. Als Belohnung kannst du dir jetzt raussuchen. Wir haben hier jetzt zwei Bonbons, Citro und Pfeffi. Kannst du jetzt raussuchen, was du haben willst. Und es zeigte sich tatsächlich, diejenigen, die eine Fotomappe erhalten hatten, in der häufiger Pfeffi-Plakate zu sehen waren, entschieden sich am Ende bei der Produktwahl auch wirklich häufiger für dieses Pfefferminzbonbon.